Aber ist nicht mal eingefroren, oder was? Kotz deine Scheiße auf dem Klo. So. Ein Spirit Sheet brauchen wir nicht. Ach komm. Regeneriere dich. Die Falle braucht zu viel Mana. Ja, ein Quäfer brauchen wir nicht. 13, aber ist auch nicht so viel. Hm. So, endlich mal was zu sehen. Oh, jetzt. Da muss ein starker sein. Komm, Falle. Die Falle macht fett Damage. Dieses Zeugs macht sie unbesiegbar. Wir müssen also auf den Anführer gehen, der irgendwo hier oben ist. Da ist er. Ach komm. Komm, mehr Schaden. Stirb endlich, du blödes Teil. Jetzt. Gott, ist der zäh gewesen. Da ist noch ein blauer Champion. Mehrere blaue. Ach, komm schon. So ist es langweilig. So, jetzt haben wir bald Baracke Level 2. Das bringt doch schon viel mehr. Gut. Lass mich in Ruhe, du mit diesen grässlichen Händen. Ach komm, jetzt. Wieso müssen alle so zäh sein? Ein Viper Strike. Viper Strike ist, macht Giftschaden, also Chaos Damage und hat 3 Aufladestufen oder sogar noch mehr, weiß jetzt nicht. Und jede macht dann mehr Giftschaden. Yay, da haben wir jetzt 4 Projektile und 7.1 DPS. 4 Projektile. Hä? Ist ja gleich geblieben. Ja, nur die 4 Increased Physical Damage sind noch. Scheiße. Schade, richtig schade. So, neue Handschuhe. Schauen wir mal.
1-2 Damage, das ist sehr gut. Ja, die sind besser. Ja, dann haben wir noch die Quiver. Die können wir auch aufbewahren, die haben viel Leech. So. Gut, dann gehen wir weiter. Noch mehr solche Clones. Gut. Diese Löcher vermisse ich da, die Wahlteile. Ich brauche ein Wahlgame. Dann das WP im neuen Gebiet und dann gehen wir mal kurz diese Wahlsachen suchen. Kann doch nicht sein, dass wir so wenig Wahlgames haben. Stress am Morgen macht Kummer und Sorgen. Okay, Damage. So. Oh, nicht schlecht. So. Ich muss weg von dem Ding. Die Quiver mache ich zu den Waffen. Ist eigentlich eine Waffe. Und die Flask. Extra Charge ist schon wichtig. Ja, die verkaufen wir. Concrete ist nicht so wichtig. Gut, dann gehen wir mal hier zu den Mutflats. Da gibt es meistens solche Höhlen. Wahlruinen. Dann schauen wir mal. Oh, hier ist schon der Gegner. Bossi, Bossi. Etti Bossi. Schon genial, wie schnell wir eigentlich sind, wenn es die Gegner halt nicht zu zäh sind. Ist doch cool. Also wenn wir wenn wir hier noch einen guten
Abwahlgeempfinden sind wir eigentlich schon recht stark. Aber eben, wir müssen etwas für den Damage finden. Gibt's keine Buff-Games? 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 Da ist ja ein... mehr Monster reflektieren. Okay. Mal probieren. Die Reflexion ist momentan noch nicht so stark. Und wir sind ja eher schwächer, also. Schauen wir mal. Ja, das passiert ja gar nichts an der Kugel. Hier. Begegnen. Lol, was ist mit dem los? Ich verliere doch gar kein Leben. Ah, jetzt, das Energieschild. Lol, was ist denn das? Hey, spinnst du? Wie schnell ist denn der? Ja, ja. Und noch mehr Zauber. Genau. Hey. Fick dich bisschen. Okay. Hier. Immer in Bewegung bleiben. Bist gleich tot, bist gleich tot. Ja! Oh, cooler Drop. Gut. Schauen wir mal. Ja, das ist natürlich schlecht. Geht so. Schauen wir mal, was für ein Gem wir haben. Rain of Aura, was brauchen wir nicht? Den haben wir schon. Also nicht hier, aber am anderen. Oder ist es hier? Keine Ahnung. Also die Falle ist ja mal fett stark. Nice, nice. Oh, wieso finden wir eigentlich nur Bogensachen? Nicht gerade gut. So. Falletter. Ah, das ist nur zum Lesen. Kupferschwert. So, a corrupted area completed. So, jetzt machen wir noch kurz die Quests. Müssen wir hier an zwei Orten gehen. Okay. Mal überlegen. Komm, wir machen zuerst die Quest, die zweite Fallarena. Dazu gehen wir hier.
zu den Submerged Passagen und suchen hier nach dem Wahlzeugs. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Oh, so was von Geiles habe ich gedroppt bekommen. Fühlt man sich ja extremst stark. Nochmal ein. Manchmal kommen ewig keine, da kommen zwei hintereinander. Irgendwie komisch. Okay, wenigstens ein besserer Drop. Ja. So, hier ist ein Eingang, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, das ist der Anfang. Dann gehen wir woanders hin, nach oben. Und wir sind schon wieder bald ein Level. Auch gut. Killen sogar noch. Hier sind die Tiefen. Okay. Die überflutenden Tiefen. Leider nicht so viel los, nicht so viel zu erzählen. Okay, geht es weiter, wir gehen kurz noch hier drüben schauen. Ja, ist nichts. Okay. Drei. Jetzt sind wir ein bisschen schneller. Nochmals.
Hier ist die große Oma.